Tennisfans aufgepasst, denn endlich ist es wieder soweit. Bei den Zehlendorfer Wespen wird zu den 33. German Wheelchair Open aufgeschlagen. Mit dabei Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt, darunter aber auch viele deutsche Hoffnungsträger. In Deutschland ein Turnier, das auch noch so gut organisiert ist, zu haben, gibt einfach viel Sicherheit irgendwie. Ne? Ist schön, Familie, Freunde können zugucken, wir können die Chance nutzen, hier ein bisschen den Support mitzunehmen und das ist jedes Jahr ein absolutes Highlight für uns. Die German Open sind das höchstdotierteste Rollstuhl-Tennis-Event in Deutschland. Gespielt wird dieses Jahr allerdings nicht nur um ein Preisgeld von insgesamt 22.000 US-Dollar, sondern auch um die Beate Loddenkemper Trophy. Die langjährige Turnierdirektorin der German Open und Urgestein der Wespen starb unerwartet im vergangenen Jahr. Frau Loddenkemper hat sich ja hier für dieses Turnier sehr, sehr engagiert. Deshalb gibt es jetzt auch eine neue Trophäe, einen Wanderpokal. In Form eines Buddybären. Genauso einen, wie ihn die Siegerinnen und Sieger am Wochenende erhalten werden. Sicherlich würde sich darüber auch Berlinerin Katharina Krüger freuen. Das Turnier ist dieses Jahr aus zweierlei Gründen besonders. Das liegt auch an ihrer langjährigen Weggefährtin Loddenkemper. Dass ich jetzt dieses Jahr bei den besten Spielen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich gelernt habe, Tennis zu spielen, ist nochmal was Besonderes. Und dieses Jahr ist sowieso besonders, weil es das erste Jahr ohne Beate Loddenkemper ist, die eigentlich jetzt zugucken würde und hoffentlich von oben zuguckt und nochmal durchpustet, dass ich das gerade gut hingekriegt habe. Den ersten Schritt hat die fünfmalige Titelträgerin bereits gemacht. In ihrem Auftaktmatch besiegt sie Elizabeth Williams aus den USA mit 6:3 und 6:0. Und auch im Doppel geht es eine Runde weiter. Gemeinsam mit Britta Wendt heißt es kurzer Prozess. Gegen Christina Pesendorfer und Zoja Czaftarowa geben beide nur ein Spiel ab und stehen nun im Halbfinale. Ich finde, Katharina und ich haben ein sehr solides Match gespielt heute, konnten viel ausprobieren, auch für die nächsten Tage, haben beide ordentlich aufgeschlagen, das gibt gut Aufwind und ja, jetzt sind wir bereit für die nächsten Herausforderungen. Favorit bei den Herren, der Niederländer Tom Ekberink. Immerhin hat er das Turnier schon zweimal gewonnen und ist an Nummer 2 gesetzt. Zwar macht es ihm Local Hero Anthony Dittmar in seinem Auftaktmatch nicht leicht, trotzdem gelingt Ekberink der Comeback-Sieg mit 7:5 und 6:2. Und auch im Doppel ist Ekberink vorne mit dabei. Gemeinsam mit Landsmann Michael Schäffers geht es als topgesetztes Doppel um den Titel. Ich bin sicher. Ich hoffe, diese Woche wieder zu gewinnen. Aber könnte schwierig sein, aber ja, das ist Tennis. Ne? Noch bis Sonntag werden die German Open bei den Zehlendorfer Wespen ausgetragen. Neben dem niederländischen Doppel sind auch noch die beiden topgesetzten Japaner Manami Tanaka und Daisuke Arai im Einzel dabei. Kommt also gerne vorbei, der Eintritt ist frei und es lohnt sich auf jeden Fall.